mit dem Projekt, wem zahle ich eigentlich Miete, wollen wir Mietern helfen, zu verstehen, welche Finanzstrukturen hinter dem Berliner Vermietermarkt stehen und wollen ihnen zeigen, wer von den Mietzahlungen profitiert. Und dazu helfen wir Mietern selbst zu recherchieren und leisten Hilfestellungen für die Mieter, um zu verstehen, was sie dabei finden. Wir zeigen den Mietern zuerst mal die relevanten Datenbanken oder Register, die es im Internet schon gibt, und zeigen ihnen, wie sie da Informationen über ihre Vermieter finden können, und helfen ihnen dann im zweiten Schritt dabei, die Jahresabschlüsse, die Finanzberichte, die es im Internet gibt, zu analysieren, und tun diese ganzen Informationen in eine Datenbank, wo dann die Mieter auch ihren eigenen Investor vergleichen können mit anderen Recherchen, mit anderen Investoren und dann auch bewerten können. Es gibt mittlerweile so komplizierte Eigentümerstrukturen mit so einem ganzen Netz von Gesellschaften, die über ganz Europa gespannt sind, dass man im Endeffekt nicht mehr weiß, wem ich Miete zahle. Das heißt, es kann sein, dass mein Vermieter eine Gesellschaft in Luxemburg ist, aber die gehört einer Gesellschaft auf Zypern und die gehört wieder einer Gesellschaft auf Jersey und die wieder einer Gesellschaft in London. Das heißt, der Weg bis zum eigentlichen Nutznießer der Immobilie, der ist einfach verschleiert. Und das ist so kompliziert, dass wir mit dem Projekt das einfach vereinfachen wollen. Das heißt, wir wollen auch mit besonderen, einfachen Visualisierungen im Internet einfach, dass man sieht, wenn ich hier 500 Euro Miete zahle, dann geht das durch dieses komplizierte Netzwerk und dann bleiben hier 200 und da 100 und letztendlich fließen so und so viel Geld dem Eigentümer zu und in die Instandhaltung des Hauses gehen zum Beispiel nur 80 Euro. Also wir wollen wirklich die Möglichkeiten des Internets nutzen, um diese sehr, sehr komplizierte Angelegenheit einfach darzustellen, dass auch Leute, die keine Steuerspezialisten sind, das verstehen, in der Hoffnung, dass man somit dieses Problem skandalisieren kann, weil nur etwas, was verstanden wird, kann auch ein Skandal werden. Wir haben zurzeit haben wir als Kooperationspartner die Rosa Luxemburg Stiftung, die uns helfen will, das Projekt umzusetzen. Dann haben wir eine ganze Reihe von Mietervereinigungen, unter anderem Bisimkiez, die uns da auch helfen wollen. Und auch ein Verein im Wedding, der heißt AMA65, der sich sehr stark einsetzt für die Vernetzung von Mieterinitiativen und das Weitergeben von Know-how. Also du kannst uns bald melden, wir machen laufend Seminare mit dem Mieter-Echo, das ist diese Zeitschrift von der Mietergemeinschaft. Wir haben auch schon Seminare gemacht für die Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir werden jetzt auch anfangen, Seminare zu machen für Behörden. Also wir werden im Oktober für den Baustadtrat von Neukölln und sein Team so Recherche-Workshops anbieten. Das Ziel des Projektes ist, dass wir letztendlich so quasi eine Armee von Recherchieren ausbilden, die dann die Daten an ein Kernteam zutragen, die das dann analysiert und online stellt und visualisiert. Es gibt eine Webseite wemgehörtdiestadt.de, also wem-gehörtdiestadt.de oder wem zahle ich eigentlich Miete. Da kann man sich das Projekt angucken und da kann man dann auch Interesse bekunden und dann kriegt man auch in einem Newsletter die Daten der nächsten Workshops. Das ist es bis jetzt. Also das Projekt ist noch im Aufbau, das heißt noch gibt es nicht die richtig funktionierende Mechanik, die wir aufbauen möchten. Aber man kann wahrscheinlich sagen, dass ich denke, gut 25% der Gebäude sind in Kapitalgesellschaften, wovon die Hälfte davon ungefähr börsennotiert sind. Ich denke mal, dass im S-Bahn-Ring relativ viele Gebäude, weil das ist der begehrteste Teil von Berlin, relativ viele Gebäude ausländischen Investoren gehören. Wie viel genau, das ist eben eine der Ziele des Projektes, herauszustellen, wie viel genau gehört wirklich und wie viel ungefähr wird an Steuern vermieden in Berlin durch ausländische Investoren. Aber da kann euch Christoph das sicher genauer erzählen. Also die Daten zu den Eigentümerstrukturen in Berlin sind sehr, sehr schlecht. Die offiziellen Daten, die es gibt, deswegen auch das Projekt. Wir wissen, wie Adrian schon gesagt hat, dass ungefähr 25% der Wohnungen durch gewerbliche Eigentümer verwaltet wird. Das ist ein relativ kleiner Teil, aber ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil die am meisten damit handeln und auch am aggressivsten, am aktivsten auf dem Wohnungsmarkt unterwegs sind.
Es gibt eine andere Eigentümergruppe von vielleicht knapp 30%. Das sind kleine Eigentümer, der Arzt aus Bayern oder der Handwerker von nebenan, der das für seine Altersvorsorge macht. Die sind nicht so sichtbar und wir fokussieren uns auf diese 25%. Um aber besser zu verstehen, wer da wirklich dahinter steht, brauchen wir die Mieter der Stadt, die uns helfen, das zu recherchieren, das rauszufinden, das zu dokumentieren, was in den offiziellen Daten noch nicht da ist. Deswegen mein Appell an alle Mieter, sich einmal bitte bei Übermorgen einmal anzuschauen, wie das Projekt geplant ist, sich da einmal anzuschauen, was man alles rausfinden kann über Vermieter und dann mit uns gemeinsam recherchieren. Also der erste Schritt, um irgendwie weiterzukommen, ist erstmal einen Namen, den man braucht. Den kriegt man zum Beispiel aus den Schreiben, den man von der Hausverwaltung regelmäßig kriegt. Da findet sich meistens irgendwo unten drauf auch die Firma, die als Eigentümer auftritt. Und mit diesem Namen kann man dann weiter recherchieren. Eine andere Möglichkeit, wenn man diesen Namen nirgendwo findet oder nur die Hausverwaltung, den Hausmeister sieht auf diesen Briefen, ist im Grundbuch nachzufragen. Das kann man als Mieter machen. Als Mieter hat man Recht, im Grundbuch Einsicht zu nehmen und die Firma, die im Grundbuch eingetragen ist, rauszufinden. Das ist ganz selten die Firma oder der wirkliche echte Eigentümer. Um von der Firma, die im Grundbuch steht, bis zum echten Eigentümer zu kommen, muss man dann in Handelsregistern im Internet recherchieren. Die sind frei zugänglich, das können Sie theoretisch auch selbst machen. Allerdings hilft es vielleicht, sich da so ein bisschen anleiten zu lassen, weil da geht es dann schnell nach Luxemburg und nach ganz Europa und so ein bisschen Hilfestellung sind auf diesem Weg, glaube ich, ganz sinnvoll. Häufig sehen wir, dass Deals möglichst steueroptimiert aufgestellt werden und da hilft es zum Beispiel in Luxemburg eine Gesellschaft zu gründen, um in Deutschland Steuern zu vermeiden. Um die Grunderwerbsteuer zu vermeiden, werden dann noch ein paar zusätzliche Gesellschaften gegründet. Und um das ganze Konstrukt eben steueroptimiert zu gestalten, sind dann in verschiedenen Ländern verschiedene Firmen richtig kombiniert einzusetzen. Das zweite wichtige Ziel ist, viele Eigentümer wollen anonym bleiben, manchmal aus ganz legitimen Gründen, aber soweit wir das wissen und vermuten zumindest auch, um Geld zu waschen. Es gibt noch relativ wenig Geschichten von Geldwäsche in Berlin, aber wir wissen, dass jedes Jahr in Deutschland knapp 100 Milliarden Euro dreckiges, schmutziges Geld aus organisierter Kriminalität, Drogenhandel, Steuerhinterziehung gewaschen wird und dass davon definitiv auch ein betrachtlicher Teil sich im Berliner Immobilienmarkt finden wird, dass also sehr viel anonymes Geld auch in Berlin investiert ist. Wir haben dafür ein paar Beispiele jetzt schon auch dokumentiert und gefunden. Und um das Ausmaß aber kennenzulernen, müssen wir, wie gesagt, noch sehr viel weiter recherchieren. Und der dritte Grund, manchmal sind so komplexe europäische Strukturen auch sinnvoll nötig, um den Finanzmarkt nach Berlin zu bringen. Ja, also um Investoren aus Kanada oder aus den USA oder aus China mit dem Berliner Immobilienmarkt zu verbinden, sind manchmal komplexe Strukturen nötig oder von den Investoren gewünscht. Und das ist ja auch eine Idee, die Berliner Politiker für eine lange Zeit und auch deutsche Politiker für eine lange Zeit für gut befunden haben, zu sagen, wir wollen neues Geld für neue Investitionen in Berlin. Und mit diesem neuen Geld vom internationalen globalen Finanzmarkt kommen eben auch Strukturen und Probleme. Und genau über diese Probleme wollen wir sprechen. Ja, um es symbolisch zu sagen, früher haben sich Diebe so auf den Einbruch der Dunkelheit gewartet und sich irgendwie im Dickicht versteckt. Heutzutage brauchen Diebe das nicht mehr. Sie haben einfach diese komplizierten Gesellschaftsstrukturen, die ihnen helfen, sich zu verstecken quasi. Das heißt, die sind so undurchdringlich, dass der gemeine Steuerbeamte einfach nicht die Zeit hat und die Kapazitäten, sich da einen Weg durchzubahnen, um zu kapieren letztendlich, wie der Geldfluss ist und ob da Steuer vermieden werden oder nicht.
Und zweitens werden sie auch einfach dadurch wenig greifbar für die Berliner Behörden. Also wenn hier eine Luxemburger Gesellschaft mit ihrem Gebäude gegen irgendwelche Regularien verstößt, wie zum Beispiel Milieuschutz oder einfach energetische Sanierung zu weit gegangen, dann wird da ein Brief hingeschickt, da wird da ein Bußgeldbescheid hingeschickt nach irgendeiner Briefkastenfirma in Luxemburg und dem kann man nicht Folge leisten, weil die einfach nicht greifbar sind von deutschen Gerichten. Also das sind zusätzlich zu dem, was Christoph gesagt hat, einer der Gründe, warum es diese komplizierten Strukturen gibt, weil es einfach sehr viele Vorteile bringt für die Investoren.